Und da gibt es dieses große Netzwerk, das geht rund 25 Jahre zurück. Ungefähr aus den 80ern kommt, aus den 80er Jahren kommt es her. Also wir haben Nazis, die mit Okkultismus herummachen. Wir haben ehemalige Sowjets, die mit Okkultismus herummachen. Und dieses Netzwerk besteht aus vielen, vielen kleinen Einzelgruppen. Und der Plan ist es, wir sehen hier Herrn Dugin, der Plan ist es, also Russlands Plan ist es, Europa zu erobern. Und man will diesen Plan natürlich, man braucht für diesen Plan Verbündete in Westeuropa. Also erzählt man den ganzen Nazis dort, den ganzen Rechten dort, auch den Konservativen, ja, wir helfen euch mit Souveränität und Befreiung von, was weiß ich, Amerika und den Banken und so. Im Endeffekt ist es Russlands Plan, Europa zu erobern. Und dieser Mann hier, Dugin, den Sie hier eingeblendet sehen, er ist natürlich eine sehr, sehr umstrittene Figur. Und Sie da draußen sollen gar nicht so genau wissen, was es mit ihm auf sich hat. Das heißt, diejenigen, die auf seinem Trip sind, die ihm zuarbeiten, beziehungsweise die Teil sind von diesem Netzwerk, diejenigen sagen, ach, Dugin ist gar nicht so wichtig. Er wird zwar behauptet, er sei ein Berater der russischen Regierung oder Putins, aber das sei ja nirgendwo bewiesen und er sei gar nicht so wichtig. Mit diesen Beschwichtigungen haben wir etwas, das an Sekten erinnert, wenn also der neue Rekrut ins Sektenzentrum kommt und überall hängt der große Führer an der Wand mit Bildern, dann fragt der Rekrut, ah, okay, das ist dann der Chef von allem hier oder was? Und die Sektenleute sagen, ach der, na, so wichtig ist der gar nicht. Der, konzentriere dich erstmal auf deine ersten oder Sektenhandlungen. Und erst im Laufe der Zeit erfährt man, nee, der ist wirklich der Vordenker, er ist wirklich hier einer der großen Gurus. Eines seiner Bücher, eines von Dugins Büchern, ist Pflichtlektüre an allen Militärakademien in Russland. Es ist praktisch die inoffizielle Staatsdoktrin geworden, das Eurasische Großreich zu haben, und zwar ein völlig unfreies, diktatorisches Großreich. Dugin hat außerdem, ja, als verbrämter Okkultist und so weiter und als historischer Hochstapler mit seinen Mythen, die er da einspinnt und so, hat er also das Modell geschaffen, den ideologischen Unterbau geschaffen für die Eroberung Europas, für die totale Unterwerfung Europas. Er hat außerdem das Fundament geschaffen für die Überzeugung, wir müssen alle klassische Moral ausradieren. Es gibt sowas nicht. Er nennt zwar den Liberalismus, also das westliche Modell der Individualität, das nennt er nihilistisch, aber in Wirklichkeit ist er der Nihilist. Also laut seinen alten Texten ist jede Handlung recht, sei sie noch so brutal, wenn sie nur dem Ziel dient. Und dann gab es so Leute wie den Terroristen aus Norwegen, Anders Breivik. Breivik wollte mit nihilistischem, revolutionären Terror einfach die Staaten in Westeuropa zum Zusammenbrechen bringen, damit die Konservativen gezwungen sind zu kämpfen und die Macht an sich zu reißen. Weil ansonsten alles drunter und drüber ginge, weil ansonsten die Moslems die Macht bekommen würden oder die Linken oder eine Koalition aus verschiedenen Gruppen. Und Breiviks Handeln und Breiviks Ideologie passt eigentlich zu diesen russischen Netzwerken und zu diesem russischen Plan für Eurasien. Breivik gab sogar vor einer Weile zu, dass er nur aus taktischen Gründen in seinem Manifest lang und breit erklärt hatte, eine abendländische Allianz aus Christen und Juden gegen den Islam schmieden zu wollen. Er distanzierte sich nur aus taktischen Gründen von seinen nationalsozialistischen, judenfeindlichen Überzeugungen. Gleichzeitig schrieb er in seinem Manifest, dass revolutionärer Terror in Europa benötigt werde, um Chaos zu erzeugen, die Zivilisation zum Zusammenbruch zu führen. Man solle sich, so Breivik, mit Russland verbünden, also Staaten aus Europa rausbrechen, Staaten wie Deutschland aus den Westbündnissen rausbrechen und dann an Russland angliedern, mit Russland und dem Ostblock integrieren. Es gab Berichte laut Abgeordneten und
Medien in Weißrussland, Breivik hätte in Weißrussland Training bekommen. Breivik hätte dort trainiert unter, glaube ich, falscher Identität. Offiziell sagte er irgendwie bei der Einreise, er besucht irgendwelche Wikingergräber. Auch das passt zu Dugins Kreisen und Netzwerken, wo also ja dieser Mythos gesponnen wird, diese alten Geheimorden und Templerorden von nordischen Nordmännern und Rassen und so weiter. Diese Gruppen, die sich durch die Geschichte durchziehen würden und so. Breivik hätte dort Training bekommen und natürlich brauchte er dieses Training, um diese funktionierenden Bomben herzustellen, so lange unentdeckt zu bleiben und so weiter. Gibt auch einen Artikel auf recenter.com über Breivik und das Ganze aus einer russischen Perspektive. Ideal für die russische Destabilisierung Europas. Und ja, ich weiß, jeder Verschwörungsheini da draußen, egal was passiert, jeder Verschwörungsheini da draußen versucht, jedes neue Ereignis in die gleiche Schablone zu drängen. Es war die CIA, es waren die Amerikaner, als gäbe es keine anderen Player auf der Welt, meine Damen und Herren. Oh, das war eine Aktion wie Gladio. Da hatten sogar die Russen ein Gladio, ihr eigenes Gladio-Programm, Stay-Behind-Programm in Europa. Das ist eine militärische Standardtechnik. Und man muss, wie gesagt, sein Bewusstsein da etwas erweitern. Das geht nur durch Bildung. Hier sind ein paar Buchtipps, meine Damen und Herren, ein paar Buchempfehlungen. Und zwar haben wir hier einmal das hier. Das Buch von Wladimir Iwanow, Alexander Dugin und die rechtsextremen Netzwerke. Fakten und Hypothesen zu den internationalen Verflechtungen der russischen neuen Rechten. Mit einem Vorwort von Andreas Umland. Ganz, ganz wichtig. Das einzig wirklich Originelle in Dugins Gedankenwelt, in Dugins Lehre, ist die völlige Auflösung jeglicher Ethik, also jeglicher Moral. Es müsse alles verschwinden. Atomkrieg, das sei alles in Ordnung. Dugin fantasiert viel über einen jahrhundertealten geheimen eurasischen Orden. Also da spinnt man so diese Mythen zusammen mit diesen Mythologien. Da rekrutiert man natürlich besonders viele junge Leute, die dann dumm und leichtgläubig sind. Aber auch Ältere, die halt auf sowas stehen, die halt angelogen werden wollen. Also diese Geheimgesellschaft, die es dann schon immer gegeben hätte und die jetzt halt eben auch an der Macht ist irgendwo in Russland und jetzt halt einfach dafür sorgen will, dass auch dann die Mitverschwörer jetzt dann an die Macht kommen können in Westeuropa und so. Also die neue Herrenrasse Eurasiens soll hier jetzt bald zum Sieg kommen. Und selbst die Kritiker in Russland von Dugin verharmlosen ihn eigentlich noch. Das heißt, hier ist so ein Text über Dugins Vergangenheit. Also über diese Bande von Okkultisten. Das war dann die Juschinski-Gasse. Hier wurde ein knallharter Cocktail aus Kabbala, schwarzer Magie, den Lehren der Stoiker und Pythagoreer, der mittelalterlichen Alchemisten und der Okkultisten gepredigt. Die metaphysischen Dispute der Esoteriker wurden ständig von grandiosen Saufereien begleitet, die für die eifrigsten Adepten mit weißem Fieber, mit der Einlieferung in eine Klapsmühle oder einer Keilerei endeten. Besonders geehrt wurden wahnsinnige Experimente mit sich selbst. Es hieß, dass der kürzeste Weg zum Göttlichen begangen wird, wenn man alles Menschliche in sich überwindet. Um sich selbst so tief wie möglich zu erkennen, krochen die Neophyten Mamlevs auf allen Vieren um das Puschkin-Denkmal herum und fletschten ihre Zähne nach Hundeart, wobei sie mit ihrem Gebell die unaufgeklärten Sowjetbürger erschreckten. Und wenn sie schon tranken, dann bis zum Vollrausch. Wenn sie weitergingen, dann gemischt mit Aceton oder mit schmutziger Brühe aus einer Pfütze. Mamlev meinte, dass der Mensch, wenn er sich bemüht, in andere Welten zu schauen, unvermeidlich ein wenig zum Monstrum wird. Wer weiß, was die Typen wirklich noch alles so getrieben haben damals. Doch einen anderen Weg zur ursprünglichen Erleuchtung gibt es nicht, versicherte Mamlev. Jeder muss durch die alchemistische Nigredo gehen, die Epoche der Schwärze. Dort, in dieser Nigredo, blieben denn auch fast alle stecken. Gubanov und Zverev starben am Suff, Piatniki endete mit einer Überdosis, Bukowski geriet in die Klapsmühle, Dugin erschien in der Juschinski-Gasse in der Mitte der 70er,
schon zur Zeit der Abenddämmerung dieser metaphysischen Höhle. Und er geriet sogleich unter den Einfluss des Außenseiterpropheten Evgenij Golovin. Gerade durch seine Hilfe begann Dugin in verstärktem Maße Fremdsprachen zu lernen. Also, der russische Generalstab finanzierte Dugins Bewegung mit. Und Dugins Buch Grundlagen der Geopolitik dient als Lehrbuch an den Militärakademien Russlands. Also er ist nicht einfach nur ein harmloser Spinner oder jemand, ja, der halt früher so Sturm- und Drang-Texte geschrieben hat, sondern heute viel vernünftiger ist. Oder er ist auch keine unwichtige Person, wie häufig immer versucht wird darzustellen. Ganz im Gegenteil. Also da gab es dann zum Beispiel am 18. Juni 2004 in der neuen kasachischen Hauptstadt Astana, fand eine Eurasien-Konferenz statt. Und das ist keine kleine Konferenz von irgendwelchen kleinen Grüppchen, sondern zu dieser Eurasien-Konferenz erschienen die Staatsoberhäupter von 6 Gussländern, Präsidenten von Kirgisistan, Armenien, Tadschikistan, Kasachstan, Weißrussland hat Leute dahin geschickt und Wladimir Putin war da und alle lauschten einer Rede von Dugin. Einzig die russische Presse war abwesend. Und man findet heute noch die früheren total krassen Arbeiten, Schriften von ihm und an Dugin. Und hier ist noch ein interessanter Text über die heutige kommunistische Partei in Russland. Also die sogenannte, die Kommunistische Partei der Russischen Föderation, die KPRF. Die KPDSU ist ja praktisch verboten, glaube ich, und die KPRF ist die legitime Nachfolgepartei. Aber selbst diese Nachfolgepartei wurde eigentlich inzwischen sehr stark auf den eurasischen Kurs getrimmt. Also selbst die Kommunistische Partei, die Nummer 2 Partei in Russland, spricht über Blut und Boden, spricht über Familie und Heimat und Völkisches und so weiter und natürlich über Eurasien. Also man schuf hier diese Einheitsfront, diese Querfront und man ersetzte den alten, also man ersetzte den klassischen Rassebegriff durch einen esoterischen Rassebegriff, angelehnt an Julius Evola. Also man sagt immer noch, es gibt eine Edelrasse, aber diese Edelrasse ist nicht einfach durch äußerliche Merkmale gekennzeichnet, sondern das kann dann, wie gesagt, willkürlich von den jeweiligen sogenannten Gelehrten definiert werden. Also praktisch nur derjenige, der einen Dachschaden hat, ist dann auch wirklich Mitglied im Club. Also Nationalbolschewismus und so weiter und so weiter. Das Verhältnis Dugin und Putin ist ein bisschen zwiegespalten. Also manchmal lobt Dugin den Herrn Putin. Dann kritisiert er ihn wieder, weil Putin nicht so hart ist, nicht so schnell und so hart ist, wie er sich das wünscht. Also nicht unbedingt immer auf einer Linie. Aber wie gesagt, es ändert sich auch im Laufe der Zeit. Früher zum Beispiel in der Phase nach 9-11, da hat ja Russland gesagt, oh, Amerika wurde getroffen von diesen fanatischen Moslems. Putin war ja sehr mitfühlend, weil Putin hat ja sein eigenes 9-11 gehabt, wo seine Geheimdienste dahinter stecken, die Bombenanschläge 1999. Und Putin war ja so verständnisvoll für George W. Bush und dann gab es eine internationale Kooperation zwischen Russland und den USA, im Krieg gegen den islamischen Terror. Man hat gemeinsam trainiert und so weiter und wurden fröhlich Waffen verkauft. Es gab dann irgendwie eine Meldung, dass Markus Wolf, der ehemalige Stasi-Chef, das amerikanische Department of Homeland Security beraten haben soll. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das war, glaube ich, sogar in den Mainstream-Medien mal gelandet. Kann sich auch um eine Falschmeldung handeln. Aber nichtsdestotrotz, es gab viel Kooperation. Weil Putin ist ja der George Bush des Ostens.
Und in der Zeit war Dugin natürlich überhaupt nicht froh. Also er hat dann gesagt, kann Putin das machen und bla 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 und Putin und Putin. Aber inzwischen hat sich das ja sehr, sehr stark geändert. Und hier hinten ist in dem Buch noch ein Kapitel, das allein Deutschland gewidmet ist. Also wie diese Netzwerke seit den 80er Jahren eigentlich gesponnen werden. Also hier geht es um Neonazis wie Jürgen Rieger. Und andere Figuren. Und gibt es dann wichtige Figuren, die sagen, ich persönlich weiß, dass in Deutschland sehr einflussreiche ökonomische und politische Kreise existieren, die an einer Verdrängung der USA aus Europa und der Annäherung an Russland interessiert sind. Auch in der radikalen Linken sind hierzulande Kontakte zur nationalistischen Gegenkultur in Russland entstanden. Insbesondere in Teilen der ehemaligen Ostberliner Opposition scheinen nationalbolschewistische Anleihen aus Russland mit einer generell stark antiwestlichen Ausrichtung identitätsstiftend zu wirken. Also, auch die Kommunistische Partei in Russland heute ist auf Eurasienkurs und viele ehemalige Krachlinke haben diese Entwicklung mitgemacht.